Guten Morgen. Es ist immer noch dunkel, aber es ist schon Freitag. Ich stehe jetzt hier zwischen Grossen und Zwickau, Quatsch, zwischen Merano und Zwickau, auf dem Parkplatz bei Grossen. Bin ich ja gestern noch Nachmittag bis hierher gefahren. Und jetzt geht's los, jetzt fahre ich nach Geisenfeld. Das ist da unten Richtung Regensburg. Da muss ich das Zeug hinbringen, was ich jetzt drauf habe, und dann lade ich in Ingolstadt Leergut. Und dann mal gucken, ob ich das Leergut heute noch anliefern muss oder ob ich das Montag anliefere. Das entscheidet sich dann im Laufe des Tages. Also wollen wir uns doch nochmal durch den Freitag quälen. Und dann ist Wochenende. Laut Wetterbericht soll ja heute eigentlich schönes Wetter werden. Schön warm, haben sie gesagt. Bis 28 Grad. Lassen wir uns mal überraschen. Hier drüben zieht Nebel auf. Frühnebel. Im Frühtau zu Bergen, wir ziehen Fallera. Ja, ja, wir ziehen Fallera. Textsicherheit sieht anders aus, ne? Ich weiß schon. Ach, Mann. Früher haben wir viel solche Lieder gesungen und heute wissen wir nicht einmal mehr einen Text. Das Laden war eigentlich gestern ganz cool. Das ging ganz schnell. Am längsten hat es gedauert, dass ich darauf warten musste, dass ich dran kam. Aber das Laden selber war eigentlich easy. Rucki zucki war der Hänger voll. Man konnte natürlich nicht so viel auf den Hänger krachen, wie ich vorhatte. Weil das dann bis hinten rangeht und der hatte die Rampe drauf liegen. Ich musste die Rampenladung. Der hatte die Rampe hinten drauf liegen und die geht ja 10 cm, 15 cm geht die ja rein. Und da hätte er ja seine Kisten nicht draufstellen können. Das geht ja dann nicht, dann kriegt er ja die Rampe nicht zurück. Weil die muss sich ja kurz anheben, um die Lippe zurückzuziehen. Und wenn da die Kisten draufstehen, geht das ja nicht. Was hast denn du für einen Gerümpelhaufen hier? Sieht ja aus wie mit der Schaufel verladen. Aber ordentlich gegurtet alles. Ja, und deswegen haben wir eine Reihe weniger auf dem Hänger und dafür eine Reihe mehr auf der Maschine. Aber das ist ja nicht so schlimm. Haben wir halt 6 Reihen auf der Maschine und 7 Reihen auf dem Hänger. Das ist eben, wenn du von der Seite lädst, geht es eben schöner, ne? Ist das eine spitze Kurve? Da muss man ganz schön ausholen, um durch so eine spitze Kurve rumzukommen. Guckt euch mal die Hopfenfelder an. Riesen Dinger. Landkreis Pfaffenhofen. Naja, wir sind schon ganz schön weit südlich jetzt hier, fast in München schon.
Ach, Mais gibt's ja auch. Nicht schlecht. Eine Hopfenranke ums Ortsschild, das sah geil aus. Haben sie schön gemacht. Gefällt mir sowas. Und ein kleines Kirschler hier. Kleine Kapelle. Auch hübsch. Also wer Hopfen braucht, muss hierher fahren und ernten. Aber ich glaube kaum, dass sich jemand sein Bier selber braut. So, und dann müssten wir ja gleich da sein. Bin ich ja gespannt. Tja, und wie gesagt, dann werde ich wahrscheinlich gleich rüber zu fahren Richtung Geisenfeld. Und dann dort auf die B16 Richtung Ingolstadt, wenn sich's nicht geändert hat, wenn ich nicht irgendwas anderes mache. Das ändert sich ja mitunter stündlich. Ich habe ja gestern 3 Leute Dingers gehabt. Zuerst sollte ich ja Ziegel laden in Zwickau. Das ist dann aber wohl storniert worden vom Versender. Dann sollte ich nach Zwickau fahren und laden für Viehstag. Das ist dann aber wohl auch irgendwie geändert worden und dann habe ich das geladen hier in Merane, was ich jetzt hier nach Mainburg fahre, beziehungsweise nach Geisenfeld. Also das Nest ist ja in Rottenburg oder wie das heißt. Das ist ja so ein eingemeindetes Örtlein, was Geisenfeld sich einverleibt hat. Sind ja so Gemeindezusammenführungen gewesen. Wie nennt sich das? Gebietsreform. Ach, Rotteneck heißt es, nicht Rottendorf. Rotteneck. So, guck, das Gesicht ist grün. Ich bin nicht so schnell, das Gesicht war grün. Mein Gesicht ist auch manchmal grün. Dann muss ich aber schnell sein. Aber hier an den Tafeln bedeutet ja das grüne Gesicht, dass du gut dabei bist, also unter 50 oder 50 gerade mal so. Die Tafeln sind ja meistens noch ein bisschen niedriger gestellt. Also wenn du da 50 fährst, zeigt die ja dann schon meistens 51, 52 an und dann ist das Gesicht schon rot. Naja, was soll's. Hier muss ich jetzt links Richtung Wollensach. Und dann noch einmal rechts und dann müsste ich ja schon da sein. Dort hier. Ist ja alles ziemlich klein hier. Na, da bin ich ja gespannt. Hat sogar der Ast vom Baum am Auto gepoltert. Da fahren wahrscheinlich nicht recht große Autos lang. Oder ich bin die falsche Strecke gefahren. Hier muss ich rein. Hier muss ich rein. Hier bin ich richtig. Hier bin ich richtig. Das ist wichtig. Ich denke mal, hier wird von der Seite abgeladen. So, ich werde mich hier erstmal anmelden. Also Freunde, wir sind da. Aktivieren angekommen. So, ich bin jetzt hier fertig. Das ist ja hier ein kleines beschauliches Örtchen.
kleine Firma mit einem, in einem kleinen beschaulichen Örtchen. Zwei-Mann-Betrieb. Die sortieren hier bloß die Teile und dann schaffen die irgendwelche LKWs rüber zur Audi. Und ja, guckt mal hier. Kein Mensch auf der Straße. Alles ruhig. So, jetzt geht's nach Ingolstadt, Leergutladen für Saalburg. Das wird aber erst am Montag angeliefert, laut Auftrag. Es ist grün. So, und der muss nämlich jetzt hier rechts rein irgendwo. Da hier, wo DUS dran steht, muss der rein. Da ist das Containerterminal. Und ich muss den nächste rechts rein. Mich anmelden. Ich muss nämlich erstmal zur Leitstelle auf dem Parkplatz. So, da wären wir wieder in Ingolstadt. Die Kutsche hat Vorfahrt. Werksverkehr hat immer Vorfahrt. Die haben es auch nicht nötig, sich zu bedanken, wenn man wartet. Alter, ganz schön voll der Parkplatz. Was ist denn hier los? Oh, mich juckt's. Vorne mal. Oh, was ist denn jetzt los? Ich denke es nämlich auch. Hätten jetzt aber auch Luft gemacht. Kann er nicht hier mittendrin stehen bleiben, dann muss er sich schon richtig an den Rand stellen. So, jetzt bin ich hier fertig. Abgeladen. Jetzt fahre ich noch fix an die Tankstelle. Ein bisschen was zutanken, weil ich noch nicht weiß, was dann so am Montag alles läuft. Wie ich da mit dem Diesel noch hinkomme. So, jetzt geht's heim ins Wochenende. Hallo, persönlicher Abholer. Du siehst aber hart aus wie... Na, wie eine ganze Woche nicht rasiert. Ich sag's jetzt nicht wie was. Wie ein Bären der Eier. Genau. Also Leute, ihr seht, ich war abgeholt. Huri, huri. Nicht mehr lange schnacken, Kopf in den Nacken. Schönes Wochenende. Staunen Kinder der freie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Tschüss. Tschüss.